Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe. Im letzten Part haben wir Level, also Welt 2 Lollipop Land angefangen und jetzt geht's auf in das dritte Level. Gut, und hier haben wir im Hintergrund einen Ninja, der uns nicht weiter stören sollte. Aber jetzt ist auch im Vordergrund einer und wir bekommen die Ninja-Fähigkeit. Die Ninja-Fähigkeit ist eine sehr, sehr coole Fähigkeit in meinen Augen, weil Ninjas sind cool. Und man hat da ziemlich coole Angriffe. Man kann Rauchbomben werfen, man kann das machen, was auch immer das ist. Wie heißt das eigentlich? Ich will kurz schauen. Blossomstorm. Ja, dachte ich mir. Cooler Angriff, definitiv. Dammit. Habe ich was für Thumbnail. Na super. Okay, whatever. Fuck, der da blutet. So. Whoa. Oh Gott, ich lebe gefährlich. Dann nehme ich mir halt Bombe. Weil Bombe ist auch eine nette Fähigkeit. Und man hat einen netten Partyhut. Weil Party und Explosionen. Oh ja. Aber jetzt benutzen wir was anderes. Und zwar dieses Teil, was wir halten. Und es schießt dann in den Hinter- oder Vordergrund. Kommt davon, wo man ist. Das war schon in Return to Dreamland. Ja, war's. Und da hat man es aber anders benutzt, glaube ich. Da ist nach vorne geschossen. Aber hier schießt es halt in den Hintergrund. Weil ist geil. Und jetzt wollen wir mal diese ganzen Blöcke hier kaputt machen. Und wir sehen, dass ich fehle. Und wir sehen hier schon den Sonnenstein. Whee! Und Wassermelonen, weil Wassermelonen sind geil. So, da wieder zurück. Und wie ihr seht, die Farbe ist jetzt auf grün geändert. Und je länger man das benutzt, desto röter wird die Farbe. Und dann explodiert es einfach. Oder funktioniert einfach nicht mehr, wenn man es so nennen will. Okay. Hi. High five, würde ich sagen. Da oben ist Bogenschütze. Was ich mir gerne mal nehmen kann. Ja. Gut, hi. Wow. So. Schau. Okay, aber das funktioniert noch. Gut, gut. So. Lebenserfüllung. Immer gern gesehen. Und, Beam? Und ich kann mir Beam nehmen, I guess. Oh, und eine Zeitbombe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die legen wir jetzt am besten dahin. Man könnte sie auch dahin legen, aber das kann man auch einfach so zerstören. Diese Blöcke nämlich nicht. Und natürlich ist das der schwere Weg, also geben wir uns eine Belohnung. Und Eis! Na, das gefällt mir doch. Und ich mag, wie er das hält und trotzdem schlittert. Ich finde das süß. Okay, dann gehen wir jetzt hier in den Hintergrund, droppen das dort und ja. Oh Gott. Und Sonnenstein! Gut, dann hier rüber. Bombe? Nein, danke. Ich am Eis. Okay. Peitsche? Ich glaube, das könnte lustig sein. Ja, jetzt fliegen die Dinger vom Hintergrund auf mich herab und ich muss dort stehen, wo die Löcher sind. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, man versteht das Konzept. Ich anscheinend nicht. Okay. Okay, dann. Ich bin doch dumm. Lass mich dumm sein, ehrlich. Ich bin ein Dummbatz. Wirklich. Ein massiver Dummbatz. Naja. Tschüss, mein Lieber. Und so, jetzt aber. Und tschüss. Okay. Und warum ich mit Peitsche behalten habe, ist deswegen. Man könnte es auch einfach so graben und dann snacken, aber mit Peitsche geht's einfacher. Und hier haben wir eine geile Fähigkeit. Crash. Oder Kugelblitz in Deutsch. Mit Crash? Crash ist sozusagen ein nicht wirklich One-Hit-Kill für alles, aber es macht heftigsten Schaden. Und das ist wundervoll. Was wir jetzt an den guten Giant Edge hier demonstrieren können. Wenn wir B halten und dann noch rotieren mit dem Steuerkreuz, machen wir die Hyper-Dora, oder wie das heißt. Ne, das ist noch was. Machen wir eine Giga-Explosion. Und kriegen Schwert.
Und wir sehen hier, da ist ein Loch. Gehen wir da hoch und da ist unsere Rare Keychain für das Level. Yeah! Ich glaube, das ist eins. Ich glaube, das ist eins. Yeah! Awesome. Dann schauen wir mal, was wir so bekommen haben. Kirby aus Kirby Superstar Ultra? Awesome. Twister. Und den Love Love Stick. Aus Team 3. Und ein Lovely. Nice. Okay. Und dann auf ins nächste Level, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir öffnen das, weil das andere würde nur ein Carbo freilassen, was ich nicht will. Und hier haben wir eine neue Fähigkeit. Zirkus Kirby. Und mit dem kann man richtig viel Spaß haben. Der kann durch Feuerreifen springen, der kann Trampoline hervorbeschwören, der kann Saltos machen, der kann... was kann er noch? Was kann er noch? Ah ja, er kann jonglieren mit brennenden Bowling Pins. Er kann auf Bällen balancieren, er kann Ballons aufblasen. Zirkus Kirby ist wirklich cool und eine sehr nette Fähigkeit. Und da ist eine Tür. Nein, das ist fake. Wow. Hui. Zirkus Kirby ist wirklich eine lustige Fähigkeit, aber diese Tür entfernt unsere Fähigkeit. Und wir sehen im Spiegel, sind die Geister zu sehen, aber im Vordergrund nicht. Also, der Spiegel ist die Realität. Es ist weird, aber guckt einfach auf den Spiegel und dann solltet ihr keine Probleme damit haben. Ja. Das ist fake. Boom. Okay. So. Rup. Okay, und wenn wir wieder durch diese Tür gehen, kriegen wir unsere Fähigkeit zurück. Ach, wie nett. So, dann gehen wir dort rein. Und jetzt geht es ein Race gegen diesen Gegner, der den Schlüssel trägt. Aber mit unserem Feuerreifensprung-Skills sollten wir keine Probleme haben. Wo ist der überhaupt? Der ist schon weit weg. Wow. Aber den wollen wir, weil der hat den Schlüssel für diesen Sonnenstein da hinten. Also warten wir jetzt hier und blasen derweil ein paar... Wow, ich habe schon wieder einen Rare bekommen! Okay. Weil die Ballons, die Zirkus Kirby aufbläst, sind auch random und können auch rare Sachen, wie halt zum Beispiel das Hell-Logo wieder oder Meta Knight. Was ich sehr, sehr cool finde. Hui! Okay. Da ist ein Ninja, den ich. Was ist da? Okay, Keychain. Gut. Man sieht leicht, welche Tür die echte ist. Auf dem Emulator mit HD sieht man es noch einfacher, aber ja. Man sieht's. Wir sehen da hinten einen Sonnenstein. Und das sollte uns einen Clou geben, dass dort eine Tür ist. Awesome! Gut, dann wieder zurück. So. Und weiter geht's. Dort rein. So. Und uns wird die Fähigkeit wieder weggenommen. Wie schade. Naja. Jetzt haben wir ein paar normale Spiegeltricksereien hier, dass wir dort was sehen können. Da unten ist ein Bonusräumchen. Also gehen wir mal hier runter und wir sehen, da ist ein Scarfy! Oh Gott. Ich mag Scarfys nicht, ohne Witz. Sie sind so irr. Hä? Gordos. Okay. Wie habe ich das geschafft? Okay, da ist der letzte Sonnenstein für das Level. Yay. Einen Moment, ich guck kurz. Nimmt er noch auf? Der nimmt noch auf. Wunderbar!
Ha! Komme ich endlich mal ohne Probleme durch die Aufnahme durch. Weil dieser USB-Split, den ich gerade provisorisch benutze, der mag mein Computer irgendwie nicht so ganz. Ich kaufe mir bald einen neuen, also von dem her keine Sorge. So, und wenn man hier hochgeht, ist da die Rare Keychain. Schon wieder direkt am Ende des Levels. Irgendwie fies, oder? Naja. Und ich werde nichts sagen, aber by the power of love, you die. Das sind zwei. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich kann das einfach schon sehen. So, was haben wir denn jetzt? Noch ein Twister, wunderbar. Metallun. Die Metal-Fähigkeit ist so unnötig ins Quickscot. Ein Heavy Knight und... Dark Darroch. Das ist... Das Quickscot muss ich auch mal let's playen, das ist... Es ist lustig. Und damit hätten wir den Boss freigeschalten. Und das Extra-Level. Und beides werden wir im nächsten Part machen. Bis dahin, auf Wiedersehen.